Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen gesponserten Video. Da oben irgendwo in der Ecke, da drüben in der Ecke, da, entweder dort oder da irgendwo, wird Werbung stehen. Und zwar, da nennen wir Crimson Snow. Ist am 6.12. erschienen, ist im Early Access, also es wird noch den ein oder anderen Fehler geben. Einen habe ich auch schon gefunden. Auch easy going. Und zwar gibt es nur Anwendungsstandard und nein, es gibt kein Zurück, es gibt einfach nur nein. Hier gibt es komischerweise ein Zurück. Warum da nicht? Na, hat der Übersetzer wahrscheinlich eine Runde geschlafen. Akzeptieren wir jetzt einfach mal. So, und wir starten rein in das Ganze. Das Ganze ist übrigens ein Horrorspiel. Und ja, ich weiß, ich habe Licht an. Das ist aber auch so gewollt. So, wir sind auch schon mittendrin. Klingelt ein Telefon, da gehen wir nicht sofort ran. Wir gucken mal ganz. Uns ein bisschen um. Wir sind ein Geist, wir haben kein Spiegelbild, okay. Geht nicht auf. Geht auch nicht auf. Okay, wir müssen glaube ich erst ans Telefon gehen, damit wir hier rauskommen. Ein schönes großes Schlafzimmer, ja. Irgendwie gefällt mir das. So, ein Bettchen. Wo ich sagen muss, der Fernseher ist mir, glaube ich, ein Stück zu schräg. Da müsste nur ein Stück gedreht werden. Ja, ist doch gut. Wer ruft denn hier an? Joyce. Hi, handsome. What have you been up to while your better half wasn't around? Ah, wir können auswählen. Q&A. Hey, Joyce. Ach. Hauptsächlich Papierkram und TV-Serien. Du kennst mich. Ist die eine Antwort. Und jetzt weiter. Du kennst mich doch, Joyce. Jeden Tag in vollen Zügen genießen. Wir nehmen. Was nehmen wir denn? Ich. Keine Ahnung, was wir gemacht haben. So you have watched The Office again, but this time with a regular Coke instead of a diet. Ooh, you're such a risk taker, Mark. I like that in a man. We've already finished negotiations, so I'll be home sooner than you think. I took a bunch of pics, just like you asked. Let me send you one right now. What do you want to see? My photo in the mountains or from the pool? I forgot to say, that hotel had a luxurious swimming pool. Das ist sehr schön, dass du einen ultra geilen Swimmingpool hattest. Die Frage ist, naja gut, die Verhandlung, ne? Ich wollte gerade sagen, warum fährt sie in den Urlaub und nimmt ihren Freund nicht mit? Aber sie hat ja gesagt Verhandlung. Also ist sie, naja, Staatsanwältin. Ja gut, Verhandlung, das muss jetzt nicht unbedingt Staatsanwältin sein oder Richter oder irgendwas. Können ja auch Firmen sein, die untereinander verhandeln. Okay, egal, was nehmen wir? Nehmen wir das am Swimmingpool? Ich würde gerne im Pool sein wollen. Yeah, sure. You just want to see the pool, right? And seeing me in a swimsuit has absolutely nothing to do with it. Super, wo ist der Swimmingpool? You should have gone with me. I know that you don't like meeting new people, but I'm worried about you, Mark. I'm pretty much the only person you talk to. It's Christmas Eve and no one's even congratulated you yet. Auch das ist, ich lese es schon den ersten Satz gar nicht wahr. Ich habe heute einen Brief bekommen auf der rechten, auf der linken Seite. Keine Ahnung, woher, ich wette dagegen, denn ich habe einen Brief bekommen. Ich weiß nur. Wir nehmen mal, That's so cool. Open it up and tell me what's inside. It's near the entrance, right? Er liegt sicher am Eingang. Woher weiß sie das? I wonder what's inside the envelope. Ganz ehrlich, das Grün macht mich irgendwie fertig. Hier so, das Zimmer ist echt schlicht. Nur mit Kerze, vor allen Dingen mit Kerze, das ist und so ein Ding. Also, you keep your mail at the front door, right?
Ach, das stellen die davor, damit es dahinter so läuft. Das ist natürlich irgendwie geil. Aber dann kommst du hier raus und siehst dieses komische Kotzgrün. You lost the letter, haven't you? I would laugh at you, if I didn't lose my phone around 4 times a day. You need to look near the front door. It must be there. Warum liegt da ein Löffel auf der... Also der Kühlschrank ist aber auch laut. War auch eine schöne Küche. I think it's in plain sight. It's probably on the drawer or cabinet by the door. Die haben im Schlafzimmer und Fernseher, aber nicht im Wohnzimmer? Oder hucken die denn jedes Mal hin und her? Vor allem das ist dasselbe wie oben, ne? Also ich hätte schon erwartet, dass hier noch ein Fernseher steht. Aber schöner Weihnachtsbaum. Ist kurz nach 20 Uhr. Wie groß ist diese Familie? Ich denke mal, das wird nur diese Joyce und der Mark sein. Warum hängen dann hier 6 Socken? Ist das nicht eigentlich immer nur pro Person? Ja, was weiß ich schon, ja. Okay. Noch so ein Spiegel, wo wir nichts sehen. Einfach nur so ein Gästebad, okay. Klo hätte man vielleicht mal sauber machen können. Was gibt's hier so Schönes? Mhm. Ich finde ja solche Wandschränke ziemlich nice. Das hat schon irgendwie was. Hier steht dann halt kein Schrank rum, ja. Das ist schon eigentlich ganz cool. Sie haben oder hatten eine Mietzekatze? Okay. Man kann nichts nehmen. Hier ist der Brief. Was ist das da? Bestimmt Mark und die Joyce. Aber Joyce, hatte die nicht gerade blonde Haare? Brief. Woher hat sie meine neue Adresse? Liebling, du fehlst mir so sehr. Es ist wirklich schade, wie es zwischen uns ausging. Ich bin bereit, uns eine zweite Chance zu geben. Und ja, vielleicht hab ein paar Dummheiten gemacht. Komische Grammatik. Wo waren wir? Gemacht. Da, genau. Aber das wird sich nicht wiederholen. Großes Ehrenwort. Lass uns alles gemeinsam sprechen. Okay. Lesen. Ach, okay. Man hätte auch noch, aber wenn man auch ranzoomen kann, sehe ich gerade. Well, who's it from? What did they write? Lüge. Irgendwas vom Finanzamt? Lüge 2. Es ist eine Postkarte von meinen Eltern. Eine Glückwunschkarte zu Weihnachten. Jetzt würde mich interessieren. Sie hat ja selber gesagt, es hat ja bestimmt keiner gratuliert. Oder dass sie halt, dass er nicht so menschenfreundlich ist, sage ich jetzt mal. Das würde die uns nie glauben, oder? Wenn wir sagen, es ist eine Glückwunschkarte von seinen Eltern. Aber Finanzamt zu Weihnachten. Kann ich mir halt... Wir probieren das mit den Eltern. That's so nice. I thought you stopped communicating with them. It's so good that I was wrong. By the way, about communication. Sie haben gelogen. Joyce freut sich für sie. To your bedroom window. Der Brief macht mich ein bisschen... Der macht mich ein bisschen irre. Kann man hier die Schränke eigentlich aufmachen? Nein, ne? Hier steht ja, das ist dasselbe wie unten. You won't see anything from the first floor. Go upstairs and look through your bedroom window. Well, what do you see? Es sieht aus, als würde meine Freundin bei sich zu Hause Lichtspielchen treiben. Du bist angekommen? Warum hast du denn nichts... Oh, Little, warum hast du denn nicht angerufen? Ich hätte dich vom Flughafen abholen können. Bin ich eher der Meinung, ne? Ja. Isn't it obvious? I wanted to surprise my boyfriend for Christmas. Luckily, the plane landed before the storm started. Now, on to the second part of my surprise. But first, show me your festive mood. Let me think.
got some sparklers in your closet. Light them up in front of your window. Ja, du weißt schon, es hier liegt meterhoher Schnee. Es werden draußen Minusgrade ohne Ende sein. Und die will, dass ich das Fenster offen lasse. I'm sorry, I didn't come to your home right away, but I had to prepare something. Mittlerweile zu dem Schrank gehe. Mittlerweile zu dem Schrank gehe, der aufgeht. Diese Fackel ist mächtiger als eine gewöhnliche Wunderkerze, aber immer noch in der Hand haltbar. Könnte nützlich sein. You didn't fall asleep there, did you? Sorry, Mark, but tonight, if you find the sparklers, light one of them up by the bedroom window so I can see it. Wunderkerzen, das heißt, wir müssen ja irgendwo noch welche rumliegen. Hallo. Nummer 3. Nummer 4, okay. Habe ich schon erwähnt, dass das ein Horrorspiel ist? Schall verbreitet sich eine ganze Weile, ne? Also gerade so Wind ist. There it is! Now I can feel the Christmas spirit. Alright, here's the second part of the surprise. Do you remember that French wine you wanted to buy? Until you saw the price tag? Today, we'll try it out. I also got some fireworks. So, take your sparklers and come over. Let's celebrate Christmas together. By the way, I brought you a present. Did you get me something too? So neugierig. Ich müsste es erst unten unterm Baum wegnehmen. Ich sage dir nicht, was es ist. Ein Geschenk? Tut mir leid. Ich hätte nicht erwartet, gemeinsam zu feiern. Das wäre, glaube ich, richtig böse, ne? Wir nehmen... So neugierig. What, you won't even tell me what kind of gift you prepared? Okay, now I'm interested. Grab it and come over. I'm waiting. The longer you wait, the greater the chance that I'll drink all your wine by myself. Take your gift and come to see me. It's under the tree, isn't it? Ich würde so lachen, wir nehmen das Geschenk, wollen los. Und dann geht hier vielleicht das Licht aus. Ich habe diesen Ehering. Are you sure that you have a present? Mark, I won't be upset if you didn't buy one. It's just... Well, I thought it was going to be a special night. Look under the tree, okay? Oh, das ist... Ich habe diesen Ehering vor einem Monat gekauft, aber fand noch keine Gelegenheit für einen Antrag. Wird sie ja sagen? Sie wird ja sagen. If you found the gift, come see me already. Oh Gott. Ich muss mal ganz kurz nebenbei was schlürfen. Oh nein, das ist keine Schleichwerbung. Das zählt nicht als Werbung. So, okay, aber irgendwas habe ich gerade im Hintergrund gehört, ging auf, ne? Ich habe irgendwas aufgehen hören. Achso, da hat man ja schon geguckt. Did you leave the house? It's easy to get lost in this weather. Follow the light, handsome. Licht bleibt komplett an. Da steht gleich irgendjemand. Warum ist die Tür offen? Hat sie gesagt, dass sie die Tür offen ist? Keks und Milch für Weihnachtsmann. Die Musik ist der Shit, war. Also, ohne Mist, die Musik ist Wahnsinn. Also, die feiere ich ohne Ende. Was mir jetzt nur gerade ein... Warum haben die zwei Häuser? Wenn die vielleicht jetzt schon eine Weile zusammen sind? Also, er hat den Ehering schon alleine vor einem Monat gekauft.
Hat vor allem auch sowas. Aber die hat die Kerze drinnen stehen. Aber. Das ist eigentlich ganz schön. Da liegt eine Lampe umgekippt. Und da hinten ist irgendwas Komisches. Warum liegt hier eine Lampe? Ja, ist eine Vase. Es sieht doch aus, als hätte es einen Kampf gegeben. Aber ich muss ganz kurz nochmal ausholen wegen Zusammensein und so. Warum wohnt die nicht oder leben nicht zusammen? Haben Haus vielleicht verkauft oder vermietet? Das irritiert gerade ein bisschen. Aber okay. Was ist das? Noch eine Fackel. Where are you? Did you sink into the snow? Hurry up, I'm getting tired of waiting. Ich bin schon im Haus, aber ich sehe dich nirgends. Hier ist ein kleines Durcheinander. Beides. Also, wir haben sie eventuell schon kurz gesehen. Die Mucke ist mega laut, ne? Glaube ich. Die müsste ich eventuell gleich mal ein Stück leiser machen. Aber die ist halt echt schön. Passt zwar kein bisschen zu diesem Horrorspiel, aber. A mess. I just cleaned. Wait, I was standing at the door and I didn't see you coming. Hey, Santa, it looks like you broke into the wrong house. Get out of there before you get... Ich weiß nicht, ob es jetzt gerade sinnvoll ist, so ein Ding hier anzumachen. Ich weiß auch nicht, wie viele wir davon noch finden. Ich würde erstmal sagen, wir gucken erstmal ganz kurz. Ich werde mir so einscheißen, ich weiß es jetzt schon. Wird ihr uns was tun? Das ist eine verdammte Holztür, Alter. Die wirst du da eintreten können, Mann. Oh, ey, ich krieg jetzt schon wieder Armpelz ohne Ende, ne? Ich krieg schon wieder Gänsehaut. Das ist... What the fuck? Okay, hier ist Essen für zwei. Zwei Bier und noch irgendwas. Und das da sieht eigentlich eher aus wie irgendeine Chemikalie zum... Nicht zum Verzehren, sagen wir es mal so. Ein bisschen... hier die Schränke aufmachen, falls hier irgendwo Kerzen drin sind, die wir mitnehmen können. Und vielleicht sogar auch sollten. Ja klar, hier gibt es eine Tür. Mit gepflegt einem Schloss davor. Merry Christmas. Sind das seine Eltern? Oder eines älteren Ehepaars. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Joyce diese Bilder hatte. Ich habe ihre Eltern anders in Erinnerung. Die Postkarte habe ich doch schon mal gesehen. Eigenartig. Tut mir leid, aber ich schaff's nicht bis Weihnachten zurück. Dämliche Arbeit. Feier bitte ohne mich. Und ganz unten steht, die Postkarte habe ich doch schon mal gesehen. Eigenartig.
Also, dass man nochmal separat lesen kann, ist halt auch eigentlich Schutz, ja. Okay. Kann das sein, dass die Olle, von der wir die unsere Postkarte bekommen haben, dass die eventuell hier in dem Haus... Aber das Haus sieht doch aus wie Hund. Was steht da? Das ist nicht die Handschrift von Joyce. Irgendwer hat ja erwartet. Hergelockt wollte ich eigentlich. Alles wird heute passieren. Es wird unser perfekter Festtag. Er ist bald da. Da muss ich mich vorbereiten. Kleid, check. Weihnachtsbaum, check. Festtagsschmuck, Feuerwerk, der Ring. Er darf nicht. Honey, are you there? Kann ich crouchen oder irgendwas? Loading? Habe ich jetzt echt verloren? Also, Tatsache? Hä? Wie kann... muss ich ganz kurz... Also auf C und auf Steuerung funktioniert es nicht. Ist es nur Sprache und Sound? Nein. Hier gibt's Grafikeinstellungen? Gehen da jetzt einfach mal dran vorbei. Das geht nicht. Okay. Hätten wir vielleicht zurückgehen müssen? Aber die Tür geht ja auch nicht auf. Also wir können nicht crouchen, wir können übrigens auch nicht rennen. Also hier gibt's... Alt nicht, Y. Und springen ist auch nicht drin. Okay, okay, hier gibt's noch eine Flare. Jetzt haben wir 6. Ich bin ein bisschen überfragt. Also wenn die gleich kommt, ich glaube, wir gehen dann einfach mal zurück. Das werden wir auch mal ausprobieren, doch. So, haben wir gelesen? Jo, passt. Honey. Are you there? Oh, ist das laut!
Ich. Keine Ahnung, ich bin überfragt, bin ich ganz ehrlich. Haben wir hier drinnen vielleicht irgendwas übersehen? Kann man hier irgendwas kaputt machen? Nee, ne? Echt jetzt? Man muss irgendwie davor stehen und... Ach Gott, ey, das... Okay, Oh, ich glaub, Honey, zu sehen. Are you there? Honey, are you there? Kann der... Ich würde so gern jetzt unter diesem Tisch eine Fackel anmachen, ne? Nur um... Also, ich würde gerne F drücken, um zu gucken, ob es funktioniert. I see you. Nein, tust du nicht. Die Fickolle! Die guckt ja wirklich unter die Tische! Was ist mit ihr? Also wir müssen auf jeden Fall raus. Wir werden jetzt ganz kurz warten, bis sie zurückkommt. So. Jetzt geht sie... Ich traue mich auch nicht zurückzugucken, nicht dass die Alte dann plötzlich da steht. Oh, er kann Gott sei Dank nicht zurückgucken. Oh, ich überziehe, glaube ich, gerade volle Rakete, ne? Ja, obwohl, ach, ja, das ist... Oh Gott. Ich weiß nicht, warum ich mir sowas antue, ne? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber auch, die Leute sehen mich halt echt gerne leiden und darum kriege ich ja immer irgendwelche Horrorspiele angedreht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, aber ich bin gerade echt fertig mit Nerven. An sich, relativ nice. Ich glaube, dass das Game auch relativ kurz sein wird. Also ich würde so mit einer Stunde ungefähr, maximal 2 Stunden ungefähr rechnen. Ich überlege auch tatsächlich, ob wir das Ganze vielleicht doch durchzucken. Ihr kriegt auf jeden Fall heute erstmal Folge Nummer 1. Checkt das Ganze ab. Steam hat das momentan, dadurch, dass es am 6.12. kam, sprich ergo gestern, für alle, die später sehen, am 6.12. Steam hat aber immer, wenn Release-Tage sind, beziehungsweise wenn Spiele dann bei Steam veröffentlicht werden, immer so eine 10%-Aktion. Das heißt, momentan kostet das Spiel 4 Euro und ein paar zerknetschte, ansonsten kostet es, glaube ich, 5,99. Also eigentlich nicht die Welt. Guckt gerne mal vorbei. Wenn euch das hier bis dato gefallen hat und ihr denkt, boah, ich muss das spielen, unterstützt den Entwickler. Falls ich es noch nicht erwähnt habe, das Ganze ist noch im Early Access, darum die eine oder andere Macke wird es noch geben. Safe, keine Frage. Aber gönnt ruhig rein. Ich sag jetzt erstmal tschö mit Ö und eventuell bis zur nächsten Folge.